nächste Need for Speed Let's Play. Ernest Valverde am Start, jetzt geht es ab. Jetzt kann ich schon mal die Videos mit eigener Musik starten, Alter. Das war Ernest Valverde im Hintergrund. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen, ey, zum neuen Need for Speed Let's Play. Digga, ich habe momentan so die Liebe für Musik entdeckt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jeden Abend sitze ich zu Hause, mache hier so ein bisschen Musik, paar Faxen, auch wenn die Lyrics keinen Inhalt haben, aber einfach der Flow, der Vibe, es macht einfach so Laune. Und ja, wir machen heute weiter mit Need for Speed. Die Folge gestern, beziehungsweise vorgestern, die war einfach zu krass gewesen. Einfach Most Wanted hatten wir am Start. Das war so ein Gänsehaut-Feeling. Und wir machen heute weiter mit den nächsten Rennen, denn wir haben ja noch ein paar Rennen offen gehabt heute Abend. Und zwar das 84.000-Dollar-Rennen. Dann haben wir, glaube ich, noch, ja, das müssen wir nicht unbedingt machen, aber hier unten können wir nochmal ein Auto gewinnen. Und hier haben wir auch nochmal ein S-Rennen. Easy, Alter. Ihr könnt mal gerne TikTok abchecken. Ich habe da einfach just for fun so einen Fun-Track hochgeladen, also so ein Part. Es macht mir einfach auch nochmal Spaß. Ich nehme mich selber dabei nicht so ernst, aber ich finde, es hört sich einfach geil an, auch so im Auto und so, wenn man sich das gibt. Es ist verrückt, Digga. Hätte ich niemals gedacht. Das ist, natürlich machen die Effekte sehr viel aus, aber klar, man braucht da so ein kleines bisschen Talent dafür, die Töne zu treffen. Und du musst ja auch ja, im Flow bleiben, im Takt bleiben. Und ja, wir starten heute mit dem ersten Rennen. Boah, warte mal, ich versuche mal den Rennen auch mit einem Song zu starten, Alter. Ich feiere das unnormal. Das macht so Laune, Alter. Komm, wir starten jetzt mal den Rennen mit Lowlife. Titel von mir, Lowlife. Hört mal jetzt, Chat. Hört mal jetzt, jetzt geht's los. Warte. And it's off like everybody's super light in the night sky, step in the moonlight. And it's living this low life, Digga. Es macht so Laune, ich schwör auf alles, Freunde. Ich hab so Spaß daran, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich liebe das. So, wir starten rein. Erstes Rennen, direkt 84.000 Dollar Rennen. Machen wir ganz easy. Ready to Shady in a Betty. So. Haltet sofort das Fahrzeug an. Halt die Schnauze. Sag mal ruhig da, was willst du von mir? Oh shit. Boah, ich dachte, da kommt ein Auto. Das macht so Laune hier mit dem Lambo. Ich freue mich auf das Grand Prix, auf den Grand Final on the Dino. Oh shit. Guck mal jetzt die. Boah, Junge, dieser Lambo ist so sexy, Alter. Ich würde den sofort so nehmen, ne? Sofort, sofort. Auch wenn der. Boah, was meint ihr, was verbraucht der? Wie viel Liter verbraucht der? Ich sage, der verbraucht da locker 40 Liter, oder? Ich weiß es nicht, Alter. Mein alter AMG, den ich jetzt leider abgeben muss. Der hat auch, wenn man Gas gegeben hat, locker seine 25 Liter verbraucht. Und das ist ja nochmal was ganz anderes. Boah, über die Kurve reingeslidet. Sind wie in die DMs sind wir reingeslidet. Oh shit, oh shit. Ja, wie gesagt, Leute, checkt mal gerne meinen TikTok aus, der Neo-Official. Ich hab da einfach just for fun diesen afrikanischen Song hochgeladen. Ja, es macht einfach Spaß, Leute. Das Wichtigste ist, Leute, ich nehme mich dabei auch nicht zu ernst, ne? Also, die Leute da draußen, ich weiß, es wird Leute geben, die werden auch Sachen reinschreiben. Öh, was denkt der sich jetzt? Macht der voll die Filme? Absolut, ich denke gar nicht so, Leute. 0,0%. Ich denke jetzt nicht irgendwie, boah, ey, ich kann jetzt hier ein neuer Deutschrapper werden oder ich mache jetzt den Leuten Konkurrenz. Um Gottes Willen, Leute. Ich habe einfach meinen Spaß dabei und ich teile meinen Spaß mit euch. Ich habe so, mein Kollege Massi, der war ja bei mir und dann haben wir so ein bisschen Faxen gemacht. Der hat mir das hier eingestellt am PC. Und dann habe ich das mal alleine gemacht und ich fand das irgendwie voll geil. Und dann, ja, habe ich da einfach so Spaß daran gefunden, ne? Und deswegen dachte ich, teile ich das mit euch, weil ich teile gefühlt alles mit euch. Und ihr habt auch voll viele coole Kommentare reingeschrieben, habe ich schon gesehen auf TikTok oder auch in den Streams. Da habe ich das ja auch ab und zu live gemacht. War schon sehr, sehr cool. Also ich habe da auf jeden Fall Spaß dran. Das ist das Wichtigste. Und so, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit den nächsten Rennen. Wir gucken mal, wo haben wir das nächste? Boah, wir sind ja am Arsch der Welt in Timbuktu, Alter. Was ist denn das? Ja, das brauchen wir nicht, die 16.000 Dollar Rennen. Wir können mal das Rennen machen, wo wir hier das Auto gewinnen können. Was ist das für ein Rennen? B-Wagen. Ein A-Rennen. Okay. Komm, machen wir das. Ja, wir fahren dahin, Leute. Boah, einfach nach Timbuktu. Bis gleich. So, meine Damen und Herren. Wir sind angekommen zum neuen Rennen. Und zwar müssen wir jetzt mit dem B-Wagen fahren. Wir können mal gucken, dass wir Handling... Lass mal bei dem, wie es immer ist. Boah, den Wagen sind wir lange nicht mehr gefahren, ne? Den sind wir echt lange nicht mehr gefahren. Wir können ja auch ein Auto gewinnen. Guck mal, wie wenig Dollar wir gewinnen können. Das heißt, das Spiel geht automatisch davon aus, dass wir das Rennen hier easy gewinnen. Ja, aber ich bin auf das Grand Final gespannt, ob das wirklich schwer wird oder ob das einfach wird. Ich hätte es am liebsten schwer. Ich mag es, Herausforderungen zu haben. Ein paar von euch haben in die Kommentare geschrieben, ey, fang doch nach Need for Speed Most Wanted an. Das ist eine sehr geile Idee, aber nicht
Nicht jetzt direkt danach, weil dann haben wir direkt zwei Autorennspiele hintereinander. Das muss nicht sein. Das können wir auf jeden Fall mal machen demnächst, wenn keine neuen Games wieder am Start. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber vielleicht, was ich hoffe einfach, dass irgendwann mal jetzt demnächst so vielleicht eine Need for Speed Remastered kommt von Most Wanted. Das wäre richtig geil. Most Wanted Remastered. Das wäre so geil. Würde ich auch nochmal feiern. Also generell Need for Speed damals, Carbon, Underground 2, das waren so die Games, die ich früher so mit am liebsten gezockt habe als kleiner Junge. So. Auch mit meinem Vater damals noch. Das hat solche Erinnerungen erweckt jetzt hier wieder, auch in der letzten Folge hier wieder dieses Most Wanted Rennen, bei den Wagen zu fahren. Und der Wagen ist ja mal so schlecht, den wir haben hier. Den fühle ich gar nicht mehr, Leute. Der ist... Bruder, der lässt sich so... Alter, was ist denn das? Hä? Ey, warte, wir müssen Erster werden, um das Auto zu gewinnen. Oh nein. Ja gut, wir sind schon bei der Hälfte des Rennens. Boah, ich überlege echt, den Wagen zu verkaufen. Ne? Ich komme mit dem irgendwie gar nicht mehr klar. Das ist so komisch, wenn du die ganze Zeit den Lambo fährst. Auf einmal fährst du den Wagen. Der ist so langsam. Wir müssen jetzt irgendwie vorarbeiten mit Windschatten und sowas. Vielleicht schaffen wir das, Leute. Komm. Vielleicht. Ich glaube, es wird nicht klappen, aber es könnte klappen. Rein theoretisch. In der Theorie liegt die Praxis. Was, Bruder? Ja, guck mal, die sind doch schon da vorne. Jetzt kommen diese Anabolika-Polizeitiere. Beruhigt euch. Ey, komm, die sind da vorne doch. Ja, nimm den Windschatten. Komm, wir müssen Erster werden. Erster. Ja, ja, ja. Ey, verpiss dich doch, Mann. Ey, dieser scheiß Bulle geht mir so auf die Eier mit seinem Testosteronwagen da. Nein, 90%. Nein. Bulle, hol dir den. Hol dir den. Hol dir den. Kretsch den um. Nein, wir kriegen das Auto nicht. Oh, ist das bitter, ey. Ist das bitter. Ja, komm. Ja, Geld verloren, alles verloren, kein Auto bekommen. Ist am besten noch, du wirst, wenn ich jetzt von der Polizei gejagt werde, mit dem Wagen, Prost Mahlzeit. Ach, du Scheiße, ey. Schade fürs Auto. So, ich glaube, wir haben noch ein geiles Rennen für den heutigen Tag, was wir machen können. Ja, das können wir machen. Speedrennen mit S-Wagen, mit dem Nissan GT-R. Da fahren wir hin. Aber ich sage euch eins, da anzukommen, ohne von der Polizei entdeckt zu werden, mit dem Wagen, wird ganz schwierig, Leute. Ich versuche immer, wie gesagt, zwischendurch auch diese Mini-Aufgaben zu machen, dass wir... Was? 5000 Kilometer ist das weg? 5000 Meter. Boah, Junge, da ist schon direkt ein Wagen. Aber einfach muss man die normalerweise rammen. Boah, da hab ich schon fast gesehen. Okay, fahren jetzt dahin, Leute. Ich hoffe, wir kommen da heile an. So, wir haben es irgendwie geschafft, mit dem Wagen hier anzukommen. Boah, das wird ekelhaft werden, mit dem Wagen das Rennen zu fahren. Also, wir können uns das nur überlegen, ob wir wirklich den Wagen als Wagen einsetzen für den Grand Prix. Jetzt gibt es erstmal ein Speedrennen mit dem Nissan. Oh. Oh, wir haben ja noch den Murcielago. Den habe ich ja gar nicht verkauft. Und noch den BMW M5. Warte mal. Ey, was machen wir eigentlich mit den Autos? Stimmt. BMW M5. 304 km/h. Ey, ich habe Bock auf solche. Musst du Murcielago nehmen? Nein, hast du den Nissan GT-R nehmen, oder? Oder komm, Murcielago. Oh nein. Boah, $3.700. Komm, ich versuch's einfach mal. Wir können ja den Wagen verkaufen, den M5 auch noch. Den haben wir ja gewonnen, den Wagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich fahren lässt. Erstes Rennen mit dem Wagen. Ich weiß gar nicht, wie der eingestellt ist und so. Ja, wir schauen einfach mal. Jetzt bin ich... Alter! So, das für ein Antritt? Habt ihr das gesehen? Junge, der hat ja einen schnelleren Antritt als mein Auto. Was ging denn da gerade ab? Der sieht auch von hinten richtig geil aus. Boah, der zieht richtig gut durch. Und der ist nicht mal getuned, nix. Alter Schwede. Ey, der lässt sich auch nochmal geil fahren. Am Ende verkaufe ich meinen Aventador und nimm den. Ey, der lässt sich aber echt geil fahren, ne? Ohne Scheiß. Und wir kriegen ja $3.700, ne? Aber die Höchstgeschwindigkeit von dem ist halt nicht so krass, ne? Das heißt, bei langen Strecken können uns die anderen die Hose ausziehen. Egal. Aber habt ihr gesehen, am Antritt, wie der alle überholt hat? Das war einfach Kylian Mbappé. Und jetzt wird er zum Haaland. Wird auch mal schnell. Oh. Okay, jetzt habe ich verschissen. Egal. Alles gut. Guck mal, es hat mich voll gebremst. Guck mal, jetzt hinter mir. Wie die alle angerast kommen da. Oh oh. Oh, wie bin mal auf die Kurve gespannt hier. Oha. Oh, guck mal, wie easy der die Kurve nimmt. Ohne irgendwie zu striden, zu driften. Oh oh, hinter mir. Die sind schon direkt hinter mir. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein. Oh oh, gleich zieht irgendjemand an mir vor. Ich hab's gewusst, Lyric kommt. Nein, gegen den haben wir ausgerechnet noch die Wette. Ja, guck, das ist das Problem. Das ist das Problem. Deswegen auch die Wette. Ach, da ist Lyric. Deswegen auch die Wette, Leute. Ich glaube, weil der Wagen halt einfach nicht die Höchstgeschwindigkeit hat. So an sich, Antritt ist gut, aber Höchstgeschwindigkeit...
Boah, danke, Polizist, hat mir geholfen. Boah, scheiße. Nein, oh, die ist aber auch abgekackt. Egal, komm, wir kommen wieder, wir holen wieder auf. Dritter. Lyric auf der 1. Nein, egal, wir haben noch 40% des Rennens. Wir sollten aber auf jeden Fall die nächsten Rennen mit dem GTR trainieren, weil das wird ja unser Hauptwagen fürs Rennen werden. Wir müssen uns einspielen mit den Autos. Und heute Lamborghini-Special-Folge. Komm, 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 komm. Fahr. Boah, wie sollen wir die denn kriegen? Nee, das ist unmöglich. Guck mal, hier sogar neben mir kommt noch eine andere Lambo. Alter, Medusa. Pack die Schlangen aus. Ja, wir können nur hoffen, dass die einen Unfall bauen. Alles andere ist Spekulation mit Spekulatius. Ja, ich bin auch mit dem Wagen gar nicht drin, ne? Mit dem Handling und all sowas. Jeder Wagen lässt sich ja anders fahren, ne, in dem Game. Deswegen, ja. Ich wollte es einfach mal testen. Scheiß drauf. Wenn wir jetzt das Rennen nicht gewinnen, Hauptsache wir haben Spaß, Leute. Ich fand, dafür hat er am Anfang, hat er uns einen Überraschungsmoment eingejagt, ne? Als der da einfach an allen vorbeigezogen ist. Habe ich auch noch nicht erlebt. Egal, Dritter bekommt auch Kohle, oder nicht? Sag mir nicht. Nein, der Erste bekommt alles! Nein! Nein, der Erste kriegt alles. Oh. Also Zweiter bei dem Rennen zu werden, ist wie Letzter werden. Scheiße. Egal, scheiße, aber wir brauchen keinen Cash. Wir haben genug Cash in der Tasche. Ey! Wir werden sogar noch überholt von Medusa, okay. Ich verkaufe die Autos auf jeden Fall, Alter. Wir müssen jetzt mit dem Nissan GTR. Ja, komm, Lyric. Boah, wieder Geld verloren, Alter. Hat sich der Tag überhaupt gelohnt? Wir haben nur Minus gemacht. Oh nein, Verfolgungsjagd wird auch noch fortgesetzt. Ach du Scheiße, mit dem Wagen. Okay, wir gucken jetzt mal, Leute. Haben wir noch irgendein geiles Rennen für heute? Ich glaube nicht. Wir gehen jetzt wieder in die Garage am besten, würde ich sagen. Ja, lass uns in die Garage gehen. Weil die ganzen Rennen hier, die sind jetzt nicht so nice. Also da können wir gar nichts mehr gewinnen. Okay, ich versuche zu entkommen, bis wir jetzt in die Garage sind. Mit der Royce Crack. Digga, was? Ich kann mal gegen, der Wagen ist direkt kaputt. Aber ich feiere den Antritt von dem Wagen. Der zieht so geil durch, ne? Boah, ich täusche jetzt an. Ich tue an, dass ich rechts fahre. Aber jetzt fahre ich ganz schnell nach links. Zack. Oh, Straßensperre, alles hier am Start. Fast. Gib Gummi. 700 Meter schaffen wir niemals zu entkommen, oder? Egal, jetzt kommt der Nesto-Taktik. Einfach hier durchs Gebüsch fahren. Gebüsch. Oh, wie gut das war. Ja, und am Ende sowas. Oh, ist da jemand hinter mir? Nein, da ist jemand hinter mir. Bitte nicht. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ja, dieser Lambo, der wird gleich so verkauft. Ich werde alles... Ich werde noch verhaftet. Dann. Oh. Ich werde verhaftet. Nein. Oh mein Gott, wie schnell lässt man sich verhaften mit diesem Wagen? Junge, wo bin ich hier? Ich komme nicht raus. Diesen scheiß Dingern hier. Sag mich, gleich kommt noch Verstärkung. Ja, cool. Von rechts kommt auch noch ein Wagen. Soll ich die jetzt ablenken, ey? Komm, Verfolgungsjagd gibt's jetzt hier auf den Nacken. Komm, fahr. Der Helikopter geht auf den Sack. Wo ist der Helikopter? Starke Kurve, komm, jetzt. Fahr. Boah, da hätte ich runterfahren müssen, das wäre so gut. Wir müssen einfach wegrammen. Jawohl. Boah, wie gut. Der Wagen ist gleich kaputt. Starker Schaden, bevor ich hier verhaftet werde, Alter. Also markier mal die Garage, aber ganz schnell. Die Garage ist hier. Ja, ich fahre meinen eigenen Weg zur Garage. Wie lange der braucht zum Entkommen, ne? Und der Wagen ist gleich auch am Explodieren. Garage? Wo ist die Garage? Oh nein, da kommt jemand. Nein, das ist der Helikopter. Oh, entkommen, ich darf nicht in diesem blauen Bereich sein. Nein. Ich werde jede verdammte Ecke nach der Zielperson absuchen. Na dann, such mal weiter. Ich habe euch nämlich alle hops genommen. Alle habe ich euch hops genommen. Euch Cops habe ich alle hops genommen. Boom. Chakalaka. Boom. Wir haben versagt, Leute. Boah. Ja, da war mal eine coole Verfolgungsjagd nochmal hier. So, der Wagen wird auf jeden Fall... Ich werde alle verkaufen. Wir werden nur die Wagen... Wir haben 410.000. Was soll ich denn mit dem ganzen Geld machen jetzt hier, ey? Ich glaube, es ist der letzte Tag vom Grand Final, ne? The last day for the big final. Oh, den haben wir ja bekommen. So. Wagen. Meine Wagen kaufen und verkaufen. Verkaufen. Hier, den verkaufen wir. Brauche ich nicht, Leute. Was soll ich denn mit den ganzen Autos hier? Können wir verkaufen. 62.000 kriegen wir für den. Wo ist der Lambo? Warte, wir müssen erstmal unseren Wagen auswählen. Den Lambo. Zack, wähl den aus. Genau, und dann, boah, der ist zu brutal, ne? Aber der, ich glaube, der andere hatte irgendwie einen schnelleren Antritt gehabt, habe ich das Gefühl, ne? Der hat einen brutalen Antritt. Was kriegen wir für den?
81.000, okay. So, jetzt haben wir 500 noch was 1.000. Guck mal, der Wagen ist auch schon voll. Wir können den nicht mehr pushen. Also mit dem Wagen bin ich ein bisschen unzufrieden, ey, mit dem, mit unserem A-Wagen. Vielleicht können wir da irgendeinen neuen kaufen. Wir können ja mal gucken, gehen wir auf Bewertung. Brauchen jetzt einen A-Wagen, einen schönen A-Wagen, ey. Vielleicht tun wir da einen neuen, ich weiß nicht. Weil ich kam gerade nicht so gut klar mit dem. Oder vielleicht lag es auch daran, weil ich nicht eingegroovt war. Das, was ist das denn? Ein Geschenkauto? Was ist denn so viel? Muss einen entspannten Porsche holen hier. Schreibt's mal rein, oder ein Lotus. Worauf hättet ihr Bock? Oder sollen wir den behalten? Schreibt's mal rein, Leute. Können wir auch ein gutes A-Auto nehmen, zum Beispiel. Der ist ja auch noch A, der BMW hier. Oder wir holen uns einen Porsche entspannt oder den BMW. Der sieht auch geil aus. Also den können wir auch noch ein bisschen auftunen. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Können wir mal gucken, Leute. So, ich würde sagen, es geht der neue Tag. Oh, ist der letzte Tag. Ist der letzte Tag. Komm, ich würde sagen, den machen wir noch und dann versuche ich für Montag das Finale zu machen, ne? Oder? Wie sollen wir das machen? Weil das Grand, ich finde, das Grand Final muss komplett rein als Finale. So, wir machen jetzt hier einfach nochmal die teuersten Rennen. Dann könnt ihr nochmal sagen, worauf ihr Bock habt. 56.000, 60.000. Ja, komm, machen wir einfach mal zwei, drei Rennen noch für heute. Schauen wir mal. Drift Event. Oh, mit dem Lambo. Ich hoffe, warte mal. Drift am längsten. Mal gucken. Das ist, glaube ich, ein Rennen, wo wir... Ein Driftrennen, wie gesagt, geht pro Folge. Deswegen machen wir einfach mal das Driftrennen. Dann können wir ja mal gucken, ob wir da jetzt... Hey, Kiddo. Wagen. Zeit, den letzten Wagen abzuholen. Nee. Ab dem Standort von unserem anonymen Freund. Klar doch, warum nicht? Was soll's werden? Der Aston Martin Vulcan. Wirklich? Boah, Aston Martin. Hätte nie erwartet, diese Schönheit wiederzusehen. Ich dachte, der steht mittlerweile in der Privatsammlung. Dachte ich auch. Boah. Junge, der Wagen ist so geil, der Lambo. Wenn ich den jetzt nochmal fahre, ist eine ganz andere Liga. Das ist eine ganz andere Liga, Leute. Auch dieses Handling. Du hast viel mehr Kontrolle über diesen Wagen, ne? Boah, ist das krank mit diesem Nitro auch hier. Guck mal, jetzt diese Mini-Aufgabe. Jetzt kriegen wir auch nochmal Geld. Seht ihr, 5.500 Dollar einfach so bekommen jetzt. Weil ich hier ganz schnell durchgefahren bin. Speedtrap, auch nochmal Geld bekommen. 3.000, weil wir durchgefahren sind. Guck, so easy geht das. Boah, bin ich da reingebrettert, Alter. Also wenn der das überlebt hat, Respekt. Okay, S-Plus-Rennen. Drift-Rennen. Machen wir Pause. Handling abstimmen. Machen wir mal komplett auf Drift. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt dieses Rennen ist mit, wo wir die Dinger durchfahren müssen. Oder ob das ohne die Dinger ist. 144.000, ich glaube, das ist ohne die Dinger, ne? Ja, ist ohne. Oh Gott. Ey, Driftrennen sind doch nicht so meins. Ihr meintet mehr so, man muss mehr Geschwindigkeit aufbauen und mehr sliden dann so. Also jetzt so ganz schnell und dann so nach dem Motto, habt ihr gesagt, ne? Oder so und dann jetzt so länger diese ganze Kurve driften. So, genau, genau. Ja, ja, so. Ja, ja, ja. Alter. Junge, wie viele Runden soll ich denn noch hier drehen? Wo lang geht's hier, Mann? Ich blick hier gar nicht durch. Jetzt hier auch nochmal so, ne? Und jetzt... So, ja, ja, ja. Oh, pff. Scheiße. Ja, ja, ja. Schön, ich meine, schön mit Geschwindigkeit, damit wir die ganze Kurve auch mitkriegen. Ich gucke jetzt gar nicht auf die Punkte. Ich versuche einfach mal zu machen, Leute. Ob es jetzt was wird, kann ich nicht garantieren, aber ich versuch's. Ich versuch's, Leute. Scheiße. Okay, also Nitro in den Kurven zu geben, ist nicht die schlauste Idee. Ich glaube, hier bei dem Rennen ist wichtig, den Boost zu halten. Oh nein. So, und jetzt gibt's nochmal Boost und jetzt drifte. Jetzt können wir die ganze Runde driften. Komm. Mal vier. Ja, 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 genau so, genau so, genau. Lass die Räder durchdrehen. Drifte, 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 drifte. Vielleicht driften wir auch zu eng. Vielleicht müssen wir auch weiter nach außen. Ich habe keine Ahnung. Dann jetzt auf jeden Fall mal fünf. Wow, wow, wow. Mal 5 Boost muss auf jeden Fall bleiben. Nein. Den müssen wir halten, den Boost. Ja, ja. Aber ist schon besser, Leute. Ne, guck mal, ist schon besser. Wir haben 56.000. Ist okay. Boah. Ich glaube, das ist echt wichtig, den Boost zu halten bei diesen Rennen hier. Weil das kann nochmal ordentlich Kohle geben jetzt hier. Ich versuche jetzt mal länger zu driften. Aber jetzt ist auch schon Runde 3 von 3 gleich, ne? Das geht aber echt schnell. Nochmal hier Nitro geben. Das ist wichtig, glaube ich. Nitro geben und dann mit voller Geschwindigkeit hier reinsliden. Oh, jetzt ist da vorne schon Runde 3. Ne? Aber 77.000, ja, weiß ich jetzt nicht. Wow. Letzte Runde. Und jetzt nochmal ein bisschen länger vielleicht. Mehr von außen so, ja. Versuch's mal. Das mehr bringt, kann ich es nicht garantieren, aber geht auf jeden Fall gut ab gerade. Ja. 85.000. Scheiße. Wir gucken, wie viel das jetzt gebracht hat, dieser Drift.
Was? Der geht nicht weiter hoch? Doch, 113.000, Alter! Ey Mann, hätten wir direkt den Boost ge- Ja, wir werden besser, Leute. Es ist eine Besserung zu sehen. Schon mal Nitro. Von außen, ja, schön. Slide, 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 slide. Vielleicht klappt es ja noch irgendwie, Zweiter zu werden, aber das bringt ja auch nicht. Oder doch, Zweiter wird auch noch richtig viel bringen. 48.000, komm, wir holen uns den zweiten Platz, immerhin. Und nächstes Mal holen wir uns die 1. Ich wusste nicht, dass es so krass wichtig ist, diesen Boost zu halten, weil wir kriegen mal 5. Ich glaube, für Zweiten reicht es jetzt, oder? Für Zweiten wird es reichen. Nein. Oder? Muss reichen für den Zweiten. Doch, das reicht. Seht ihr? 102... Oh, was? Nein! $2000 hinter ASAP. Oh nein, wie knapp. Hey Kiddo, Zeit, den letzten Wagen abzuholen? Wie knapp war das? Halt die Schnauze mit deinem Scheißwagen. Der will keinen haben, den Wagen. 8000... Ah, Big City Life. Wir machen jetzt nochmal einen dicken Fisch hier. Wir brauchen nochmal so ein schönes $60.000-Rennen, Alter. Wo gibt's das denn? Da, 56.000, komm. Das machen wir jetzt hier. Großes Geld, Hot Pursuit. Das machen wir nochmal heute. Wir brauchen gar nicht mehr so viele Rennen zu machen, Leute. Sag ich so, wie es ist. Also ich würde sagen, wir machen jetzt heute noch hier den Tag fertig und dann gibt es übermorgen das große Finale. Ne? Und dann können wir mal gucken, wie viel Kohle wir haben und vielleicht machen wir dann nochmal, holen wir uns nochmal ein geiles Auto. Dann kann ich alle meine Autos mal verkaufen und dann holen wir uns mal so ein Königsegg oder ein Bugatti oder was weiß ich was, wenn wir das Geld haben. So würde ich sagen, machen wir das. Wir brauchen ja eh keine Kohle mehr erstmal. Bruder, was macht der da? Der steht einfach, der Wagen. Ein Ständer oder was? Okay, Leute, bis gleich. So, Leute, Speedrennen. So, jetzt werde ich den allen die Socken ausziehen. Denn jetzt ist der Aventador wieder am Start. Ich komme im Aventador. Im Speedrennen Hot Pursuit. Warte, da. Wuff. Boah, der hat aber auch einen Antritt. So, jetzt kommt alle her, Alter, von Lyrics. Bis sonst wer. Boah, Junge, was für ein Antritt, Mann, das macht so Bock. Ich liebe diese Geschwindigkeit. Aber ich würde niemals in echt so eine Geschwindigkeit fahren, Leute. Auf gar keinen Fall. Oh, shit. Here we go again. Da ist das wieder Shimizu, ey. Die geht mir so auf den Sack. Was hat die für ein... Das ist ein Ferrari, ne? Stufe einmal mal vorbeiziehen. Ich drehe die gleich um. Hinten in die Achse einfach reinfahren, dass sie sich dreht. Ja, hab ich dich, hä? Das gibt Windschatten. Stufe. Ach, die ist da rechts. Ich dachte, ich habe die abgehangen. Mann, 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 ey, die wird, glaube ich, beim Grand Final uns richtig Probleme machen, Leute, wenn die dabei ist. Boah, dieser Soundeffekt, immer dieses Pium, das hört sich auch so geil an. Boah, Junge, ich muss selber ausweichen, das ist wie 3D. Ja, rechts, 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 rechts. Und zack, gib Nitro. Oh, ich habe kein Nitro mehr. 360 km/h durch die Innenstadt gefühlt hier, Alter. Also, das ist ja eine Schnellstraße, das ist keine Autobahn, oder? Das ist eine Autobahn hier. Komische Autobahn. Dieses Riesenrad links, erinnert mich immer an Last of Us. Ey, ich sollte mal nach geradeaus gucken. Nach geradeaus, nach vorne. Oh, 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 shit. Ah! Oder die Pöller kommen, die Pöller. Oh, wir fahren hier aber echt gut durch, ne? Ohne irgendwie einen Schaden zu kriegen. Egal, wir sind jetzt bei 50%. Der hat noch nichts zu bedeuten. Gleich kommt wieder so ein Polizist. Ah, bam. Ja, ich hab's gewusst. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Guck mal, wer da angerast kommt. Alter, was? Guck mal, ein Unfall. Alle sind da. Ein Unfall. Ein Unfall hat mir alles kaputt gemacht fast. Aber jetzt kommt wieder diese Kurve. Weil alle müssen jetzt eh bremsen. Bremsen. Ja. Und jetzt gibt Gas. Ja. Oh mein Gott. Yoshimitsu Ishitsuku. Nein, ich wollte meine mitgeben. Ah, die hat so einen geilen Wagen, ne? Dieser Ferrari, Alter. Der ist ja brutal. Was ist denn der schnellste Wagen überhaupt im Spiel? Ich habe auch mal schon Bock, so eine Königsegg zu holen. Oder so eine fetten Bugatti. Einen schönen Bugatti. Ja, scheiße, hab die Kurve nicht gesehen. Aber guck mal, einfach mal in die Kurve voller Kanne reinfahren. Ihr werdet automatisch richtig geleitet hier. 66%. Was hast du für ein Sprint? Das heißt, Sprintrennen geht länger als jedes Rundenrennen. Gib Gummi. Ja, ich geb jetzt Gummi. Oh, Junge, war das knapp. Verrückt. Ey, ich kann mir so... Ey, ich freue mich schon, Freunde. Das wird auch geil werden hier auf Feel Gaming. Stellt euch schon mal drauf ein. Die neue VR-Brille kommt jetzt raus. Nächsten Monat, im Februar. Das heißt, neue Grafik. Die erste VR-Brille war ja schon krass, nur die hatte halt nicht die beste Grafik, wenn man die angezogen hat. Aber jetzt die neue VR-Brille. Glaubt mir, Freunde, das wird so eine kranke Grafik haben. Und dann noch VR-Spiele. Boah, stell mal vor, dieses Spiel mit VR. Du denkst wirklich, du fährst, das, für den Kopf, glaube ich, ist das zu krass. Oder meint ihr nicht?
Ja, voll viele Leute kriegen auch Kopfschmerzen vom VR-Brille. Ich kriege auch nach einer halben Stunde normalerweise Kopfschmerzen. Aber ich musste letztens, oder was heißt letztens? Ich bin schon fast 3 Jahre her. Vor 3 Jahren Resident Evil VR-Brille habe ich gezockt. Was ist das denn gewesen? Was war das denn jetzt? Ey, das Spiel will mich verarschen, ne? Guck mal kurz vorm Ziel, was hier passiert. Ich glaub das nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, das kann nicht sein, ne? Kurz vorm Ziel. Nein, ich krieg den nicht mehr. Komm, komm. Ey. Was war das? Der ist auf einmal gestolpert und dreht sich und dreht sich. Cool. Ja, scheiß drauf. Alles gut, alles gut. Okay. So, ich glaube, wir haben jetzt... Nein, diese Wagenauslieferung ist doch Schwachsinn, oder? Mit Aston Martin. Müssen wir nicht machen, oder? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt haben wir keine krassen Rennen mehr am Start. Guck mal, hier können wir jetzt halt 32.000 gewinnen. Ah, Leute, also ich würde sagen, das ist jetzt alles nur so Zeitvertrödel. Wir können, okay, komm, wir holen den Aston Martin ab, komm. Wir machen das, Freunde. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung noch drin. Weil ich sage euch so, wie es ist, langsam geht mir das auch auf den Sack, weil die Strecken sind leider immer wieder dieselben. Das ist das Problem. Du machst diese ganzen 1000 Rennen, aber das ist alles irgendwie... Dachte ich auch. Sind es dieselben Strecken gefühlt. Hast den Standort. Ich rufe nach der Lieferung an. Ja, geil, Alter. Baumfeld! Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt mein Wagen kaputt geht? Werde ich dann auch verhaftet? Oder was passiert dann? Würde ich echt mal gerne wissen. Weil normalerweise, wenn der Wagen kaputt geht, dann bist du ja verhaftet. Also wenn du verfolgt wirst. Okay, wir gucken mal jetzt, was der Aston Martin drauf hat. Ich bin gespannt, Alter. Oh, jetzt muss ich da noch über die Mauer ein. Mein Gott, fahr außen rum. Junge, wie komme ich da rein? Ey. Wollen die mich eigentlich verarschen? Hallo? Achso, hier ist der Eingang, meine Güte. Jetzt darf direkt mal den Wagen kaputt. Warte mal. Was passiert jetzt? Oh, ich werde beobachtet. Nein! Nein, nein, nein. Mach den Job. Aber ganz schnell. Ich stell vor, jetzt wäre noch Verfolgungsjagd hätte angefangen. Ich stell mir vor, jetzt fängt der Wagen an mit mehr Schaden. Boah, der sieht aber auch brutal aus. Boah, der sieht aber auch richtig geil aus. Alter. Alter! Pff. Junge, was ist denn das für ein Wagen? Was ist das denn für einen fetten Spoiler, Alter? Da kannst du ganz in and out bestellen. Boah, der ist aber auch geisteskrank, der Wagen, ey. Der ist ja verrückt. Guckt euch das mal an. Hey, mein Gott. Boah, Junge, der ist aber voll am Hüpfen, Alter. Was ist das denn? Alles oder nichts, Vollbremse. Ach, du Scheiße. Ja, Freunde, ich glaube, für dieses Rennen bekommen wir ungefähr 0,0 Dollar. Aber der sieht ja richtig... Wisst ihr, woran er mich erinnert? Richtig an so Batman. Vor allem hinten diese Dinger, die da runterschauen. Seht ihr das? Richtiges Batmobil, ey. Ohne Scheiß. Sieht das geil aus. Ich glaube, den habe ich auch sogar im Shop gesehen. Der hat auch richtig viel gekostet, der Wagen. Ich dachte, das wäre so ein stinknormaler Aston Martin, aber der ist ja richtig geil. Alter, brutale Kiste. Eieieiei, guck mal, schön die Bande entlangfahren. Immer schön die Bande langfahren. Guck mal, guck mal. Ich fahre einfach die Bande lang. Nein, ich fall runter. Oh. Junge, ich bin froh, wenn wir für dieses Rennen Bronze bekommen, ey. Egal. Das, auf das Geld geschissen. Hauptsache, wir haben Spaß. Wir können die Autos mal testen. Ja, okay, Vollbremsen mit dem ist ganz schwierig. Ich glaube, mit dem muss man so mit L2 reinsliden in die DMs. Und nicht hier Vollbremse, Alter. Manchmal volle Kanne in die DMs ist auch nicht gut. Ne? Muss erstmal ein Gespräch aufbauen und nicht direkt, ey, wollen wir uns treffen? Geht nicht. Dann passiert sowas. Erstmal ganz locker angehen und nicht so richtig reinsliden wie er. Es slidet zu schnell rein, das geht nicht. Kriegst du nur Körbe. Komm, fahr. Und jetzt, guck mal. Ja, so muss man reinsliden. Guck mal, Gold ist schon gleich nach 15 Sekunden. Ihr seht ja die Zeit oben. Komm, vielleicht kriegen wir noch Silber hin. Warte, Kurve. Und... Der Wagen ist aber schon geil, Alter. Wie viel ist seine Höchstgeschwindigkeit? Komm, testen wir das mal aus. Ja, ich glaube auch so 340, 50. Wow. Ja, Bruder, der slidet wieder, der slidet. Das ist ein Rattiger. Der hat Bock. Oh, ja, wir kriegen nur Bronze. Egal, Bronze ist okay, oder? Komm, Bronze, 10.000 Cash in the Cash. Ach, geiles Auto, Alter, ehrlich. Geiles Auto. Hab Bock gemacht mit dem Wagen, okay. So. Hey Kiddo,
Als Moment, hey Kiddo, hey Billo, was willst du von mir? So, heute sind keine guten Rennen. So, wir fahren in die Garage, Leute. So, es ist The Dark Knight, die letzte Nacht vor dem großen Finale, Freunde. Deswegen, heute habt ihr nochmal die Möglichkeit, eure Sachen in die Kommentare zu schreiben, was für euch wichtig ist. Boah! Oh, wir machen auf jeden Fall, ich sehe schon zwei Rennen, die wir safe machen, oder drei besser gesagt. Komm, drei Rennen machen wir noch. Nee, die machen wir nicht. Wollen wir mal hier? Nee. Da können wir ein Auto gewinnen. McLaren. Boah. McLaren Spider. Okay, das machen wir safe. 64.000. Ja, wir haben zwei Rennen. Komm, drei. Oder warte mal. Eins. Wir haben das unten. Und die beiden hier. Die drei Rennen machen wir. Hier das Autorennen und die beiden hier oben. Oh, könnt ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Hier $64.000 und sowas. Komm, Autorennen machen wir zum Schluss. Boah, Junge. Wir können sogar einen Wagen gewinnen. Ey, was ist das für ein Rennen? Das muss eigentlich zum Finale kommen. Deswegen würde ich eher sagen, fahren wir erstmal hier hin. Ja, wir machen erstmal den McLaren und dann kommt das dicke Rennen für heute zum Finale. Let's go. Okay, Leute. Das wird ein Rennen, wo wir ja $64.000 auf ein Spiel setzen. Aber das ist eigentlich egal. Ist egal, Leute. Ist egal. Boah, der hat so einen geilen Arsch, der Wagen. So, komm, jetzt werden wir mal Erster. Es ist mal Zeit, Erster zu werden. Jetzt mal volle Konzentration über diesen Rennen. Komm, gib Gummi. Wir haben eine Wette gegen A$AP Rocky, oder? Gegen wen haben wir die gemacht? Ja. Alter, der Start hier. Das sind immer wieder die gleichen Strecken, trotzdem kacke ich immer wieder ab. Ja, man einfach den Leuten so eine. Boah, einfach fliegen. Boah, wir sind auf die 1 geflogen. Habt ihr das gesehen? Wir sind auf die 1 geflogen. Diesmal keine Unfälle. Keine Unfälle. Letztens kommt gleich wieder die Polizei und rammt mich von der Seite. Oder irgendein Auto kommt mir wieder aus dem Nichts entgegen. Genau unterm Tunnel. Ein schwarzer LKW, den man einfach nicht sieht. Und das ist so eng auf eng, ne? Ein einziger Fehler, du bist sofort Fünfter, Sechster oder so. Shit. Ah, shit, here we go again. Ist der Brocky sogar auch direkt hinter uns. Boah, das ist eine ekelhafte Kurve. Ja, das war's. Boah, der Baum hat uns gefickt. Nein. Egal, wir müssen jetzt alle driften hier. Wir müssen alle abbremsen. Deswegen alles gut. Ist doch gut, dass das vor der Kurve passiert und nicht in der langen Geraden. Jetzt kann ich mir den wiederholen mit Windschatten und, und. Schön, ja, ist er da gegen die Wand geknallt, ja. Auch mal Shimizu macht Fehler. Ich darf aber nicht lange. Gleich kommt Karma zurück. Ich sage so, wie es ist. Aber mit dem Wagen, mit dem müssen wir öfter vielleicht die Handbremse mal ziehen, weil der zieht geil die Handbremse in die Kurve. Und dreht sich nicht um seine eigene Achse 10-mal. Ich meine jetzt einfach Viereck, zack. Ja, bremst zwar ein bisschen ab, aber egal. Ganz easy. Ja, aber ich glaube, das ist, wir haben ein gutes Timing, Leute. Heute nochmal hier schön ein paar normale Rennen. Aber langsam, muss ich sagen, reicht das auch. Ich bin langsam echt ready fürs Finale. Weil irgendwann wird es auch, ich will nicht sagen langweilig, aber es wird eintönig so immer die ganze Zeit. Im Lambo, diese Rennen. So, es kommt keines. Das fehlt mir bei dem Spiel sehr, Leute, muss ich sagen. Mir fehlt so ein bisschen mehr die Story. Weil es kommt immer nur die Story, wenn du dieses Finalrennen hast. Und davor unter der Woche fährst du einfach Rennen und das war's so gefühlt, wisst ihr? Das macht auch Bock, klar, aber ja, irgendwas fehlt trotzdem, irgendwas fehlt. Also bisher gebe ich dem Spiel eine 8 von 10. Also ich finde es gut, aber es ist jetzt nicht so, dass es so eine 10 von 10 wie Most Wanted ist. Weil Most Wanted war einfach Next Level, Leute. Ne? Darüber kann ich noch so lange reden über Most Wanted. Es hat so Spaß gemacht damals, diese Blacklist-Fahrer. Deswegen ist das eigentlich eine geile Idee, dass wir das Spiel auf diesem Kanal mal let's playen. Ich weiß ja nicht, wie die Grafik von damals sein wird. Ne? Ich hoffe, oder ich muss das mal googeln oder ihr könnt auch mal reinschreiben. Ist irgendwo mal was gesagt worden, dass hier ein Remake von dem Spiel gemacht wird, von Most Wanted? Das wäre nämlich der Knaller. Das wäre der Knaller. Most Wanted als Remake oder Remaster. Boah, brutal wäre das. So, easy. Das ist ein Erster. Bumm. Finger. So, jetzt kommen die letzten zwei Rennen, Freunde. Wir haben den Wagen gewonnen. Zeig mal den Wagen. Seht man den eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Shit. Okay, so. Jetzt kommen die letzten zwei Rennen vor. Ich würde sagen, die beiden machen wir. Hier. Oder komm, machen nur das. Scheiße, das brauchen wir eigentlich auch nicht, Speedrennen. Wir machen einfach das hier nochmal. Das ist ein dickes Rennen zum... Das reicht, Leute. So, wir sind jetzt nicht auf jeden Cent hier angewiesen. Scheiß drauf. Ne? Das reicht. Passt, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute. 64.000 Startgeld. Wir bekommen das Doppelte und wir bekommen einen Wagen. Also hier müssen wir Erster werden. Boah, 1 gegen A$AP Rocky. Okay. Geil. 1 gegen A$AP. Auch mal die Felge als Handhelm nehmen. Was denn? Come on, Leute. Final Rennen, bevor es losgeht mit dem Grand Final übermorgen. Komm, A$AP, hä? Digga, wie kann sein Auto so einen Antritt haben, Alter? Willst du mich verarschen? Guck dir mal seinen Antritt an.
Alter! Einfach mal eine Bombe geben. Und ich werde jetzt ASAP Rocky überrunden. Ich denke auch so, der kann mit seinem BMW gegen den Lambo mithalten. Wäre sowas denn echt möglich? So ein aufgemotzter BMW, getuned bis zum geht nicht mehr gegen den Lambo, der auch getuned ist? Glaub nicht, oder? Aber guck mal, sowas hätte nicht schwerer machen sollen. Ey, lieber fahre ich so ein Rennen und habe hier 20 Versuche, anstatt direkt beim ersten Mal so easy zu gewinnen. Versteht ihr? Guck mal, ist da wieder null Spannung. Guck mal, wo der ist. Ein Timbuktu ist der. Ist ja Wahnsinn. Ja, finde ich ein bisschen schade. Ich finde, früher hatte man bei Most Wanted, also ich weiß nicht, ob ich damals nicht so gut zocken konnte, ne? Aber da war ich ja noch ein kleiner Junge. Jetzt kann ich bestimmt natürlich besser spielen. Aber bei Most Wanted, da hatte ich immer so gehabt, ich saß da teilweise ein, zwei Nächte dran, um diesen Blacklist-Fahrer fertig zu machen. Das wäre jetzt fürs Let's Play nicht so geil, ne? Natürlich, weil man dann halt voll lange an einem Let's Play sitzt. Aber es wäre trotzdem geiler als so, finde ich. Da würde ich auch gerne die Zeit investieren, weil ich dann weiß, ey, ich habe eine Herausforderung, eine Challenge, ich muss den besiegen. Die Blacklist-Fahrerrennen, das war so geil gewesen, Leute. Ich kann euch echt nicht vorstellen, Mann, wie viel Spaß ich daran hatte. Ich kann mich auch so schwer noch dran erinnern, ey. So ein paar Sachen kann ich mich erinnern, aber auch nicht mehr an alles. Ich weiß noch damals, als das Spiel rausgekommen ist, es war so ein geiles Feeling. Ey, früher war das Gefühl, ich weiß nicht, ob es daran lag, weil man ein Kind war, aber das Gefühl, wenn neue Spiele rausgekommen sind, war damals irgendwie anders. Und du hast dich halt viel mehr darauf gefreut, so wenn... Es war auch viel mehr der Fokus... Früher gab es ja auch gar keine Online-Spiele. Wo Need for Speed Most Wanted rauskam, da konnte man gar keine Spiele online spielen. Ich weiß noch, das erste Spiel, was ich online gezockt habe, war Medal of Honor. Da konntest du das erste Mal so 6 gegen 6 online spielen. Das habe ich gespielt bevor Call of Duty. Und da dachte ich mir, boah, wie geil ist das denn? Du kannst einfach online gegen andere spielen, ihr spielt 6 gegen 6 gegeneinander. Also ist schon geil. Also einfach so in der Zeit geboren zu sein, wo dieser Umschwung war von der ganzen Technik und dieser ganzen Konsolen und Grafik, was sich alles verändert hat, ne? Also... Ich finde so die 90er-Jahre-Kids, die da geboren sind, die haben perfekt alles miterlebt. So, das ist verrückt. Weil man erlebt genau diesen technischen Umschwung. So, stell mal vor, du bist jetzt in 100 Jahren geboren. Du kommst auf die Welt, will gar nicht wissen, was da ist. Fliegende Autos. So, es gibt keine Konsolen mehr, du trägst nur noch Brillen. Also ich glaube, die Welt kann sich schon echt ekelhaft verändern durch diese ganze Technik, die noch kommen kann. Da können doch so viele wir haben fast ASAP Rocky überholt, ne? Ich mein's gerade ernst, ne? Guck mal, da ist der. Wie krank ist das denn bitte? Wir haben ihn fast überrundet. Das ist aber peinlich. Das ist wirklich peinlich. Ach du Scheiße. Der Arme, Alter. Der Arme. Wir sind einfach fast überrundet. Was zur Hölle? Ach du heilige Scheiße. Okay. So. Freunde. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir fahren noch in die Garage rein. Und dann sehen wir uns morgen bei der Grand Final wieder. Es war wirklich eine sehr geile Folge hier nochmal zum Abschied. Das war sozusagen das Halbfinale. Aber es kann sein, dass nach dem Finale noch einmal ein Epilog kommt, wo wir nochmal unsere Autos verkaufen und dann vielleicht nochmal ein geiles Auto holen für 1 Million oder sowas. Und damit einfach mal Gas geben. Ne? Können wir ja mal schauen. Ihr habt ja gesagt, ihr würdet euch gerne mal Königsegg wünschen. Das soll das krasseste Auto im Spiel sein. Können wir gucken. Können wir schauen, Leute, je nachdem, wie wir das schaffen. Fahren jetzt auf jeden Fall erstmal in die Garage. Lasst einen Daumen nach oben da. Denkt dran, auch TikTok abzuchecken. Diesen Part, den ich hochgeladen habe von dem Song. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback da lässt. Macht das aktuell richtig Spaß, hier so ein bisschen aus Just for Fun hier Musik zu machen. Ich würde sagen, Leute, Garage, wir sind da. Und übermorgen kommt das Grand Final. Wir haben $640.000 gesammelt. Und heute ist es soweit. Es geht los. The Grand Final. Wir haben noch 2 Autos bekommen. Stimmt, 2 Autos haben wir bekommen. Guckt es euch an. Ja, The Grand. Das ist das Finale. Warum ist bei dem Wagen immer noch S Plus und so ein Fehler da? Ich check das nicht. Aber ja, schau mal, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Das nächste Mal werde ich es raus. Haut da rein. Und ciao.